Jetzt kommt ein ganz großer Praterwagen. Das ist der Steigerhof. Was? Weiß nicht, was Sie aufführen, haben Sie auch. Ist das die Weibermühle oder was? Weiß ich nicht. Nein, bitte weiter. Ich gehe auf das Mikrofon da und wir müssen aufpassen. Auf die Anlage. Bitte aufpassen, weil da oben die Ehren gibt, steht hinter dem Weißen. Ach so. Steigerhof. Ah, das ist ja super. Servus. Das sind unsere Skiabfahrer, das sind auch so gut heute. Iglo, ist was Gescheites? Ja, das ist eine gute Gruppe. Die haben gleich die Rettung mit, den Rettungsmann, haben sie schon oben sitzen da. Der sitzt eh schon am Liftbügel oben. So, jetzt geht's ein bisschen vorne mit dem Wagen. Hier siehst du da, das, ich weiß nicht, der schaut nach oben, der schaut ungefähr so nach oben, als wäre die momentan die Abfahrer von Österreich. Die schauen auch nach oben, ob es besser wird. So, jetzt werden wir mal schauen. Ja, jetzt fahren Sie aber die Streif. Wo die Skifahrer sehen, unsere Nationalmannschaft, wenn nichts ist, dann geht nichts in Kanada, gell? Also Iglo, aber jetzt da. Jetzt schauen wir mal, ob sie ganz lang oder vorne.
großen Applaus. Ja, das ist mal sicher Zwischenbisszeit. Aber er war der Erste, also da kannst du nicht gar so weit fallen noch. Ah, der Strobel war das. Ja, der fährt ja schon lange nicht mehr. Ah, Franz Doppmeier, die haben ja alle ihren Namen. Ja, das ist ja bärig. Josef Gahr, ja, das ist ja Bürgermeisterinnen. Stefan Eberharter, ja, ja, der ist natürlich der Beste. Er hat gut gegessen, Iglo. Ja, das ist ja ganz gut. Wichtig ist keine Verletzungen. Stock, das ist ja Nostalgierennen. Gardlacher. Hansjörg Gardlacher. Ja, die haben ja alle ein geheimes Training gehabt, die Bürgermeister alle. So, jetzt begrüßen wir schon, die kommen eh schon daher, die Aufklubsgruppe aus Kulsersberg. Möchten wir herzlich begrüßen. Kulsersberg. Da oben haben wir Michael Heibacher. Ja, und wieder voraus die jungen Matschgrad, die jungen Bären, die jungen Hexen. Das ist überall, ist das. Der Nachwuchs ist überall gut, muss ich sagen. Überall gesichert der Nachwuchs. Das ist wichtig, weil irgendwann die Alten, da packen es nicht mehr. Und dann müssen dann die Jungen auch gewachsen. Wieder da, die Kleinen auch wieder mit, die Großen mit, das ist richtig so. Das ist bärig, wenn die Jungen alle dabei sind, die Kleinen alle ganz fanatisch. Wir haben auch unsere Freunde aus Kulsersberg, Kulsersberg, ganz herzlich. Ah, der Teufel ist die Zengte, die Bären da gassig, gell? Die waren gefährlich, Manni. Und jetzt höre ich ja die Schellschlager aus Kulsersberg. Nächste Masche, Junge mit, das ist auch wichtig, Kleine, gell? Und mit richtigen Schritt schon drauf, gell? Applaus für die Schellenschlager aus Kulsersberg.
Das ist eine ganz große Gruppe, das sind ein Haufen Schellenschlager. Das ist schön. Ja, das ist ja ein Haufen, die Schellen. Das ist ja eine Riesengruppe da. Muss ich sagen, Berg, Mann da. Die Virginia drin, das ist noch halb Brauch, gell? Die Virginia Zigarren drin. Ja, wir haben jetzt gerade abgezählt, das sind 47 Schellenschlager. Also ich glaube, so eine Gruppe habe ich überhaupt noch nie gesehen, so eine große. Mal einen kräftigen Applaus für die Kulses Pulsesberger. Aber da ist schon das halbe Dorf jetzt Mittag, eh? Fein. Ja, und hinten auch ist die Loll, der Ferry, grüß euch. Der ist auch eine alte Traditionsfigur, die Loll, sag. Sieht man auch nicht mehr überall. Jetzt geht's weiter mit der Brauchtumsgruppe Wattenberg, Siege ab Gott. Mit einem Wagen kommen wir näher. Ja, die haben einen Hexenwagen, die Brauchtumsgruppe aus Wattenberg. Ja, die haben auch die Hexen mit, die Wattenberger. Ganz schön die Laufen haben sie, Hexenlaufen.
Ja, das ist das Wattenberger Hexenballett. Thank you.
Thank you.